Schon seit einiger Zeit kann man beobachten, wie sich das soziale Netzwerk Xing spürbar verändert und wie die Firma hinter Xing ihr Geschäftsmodell langsam, aber sicher weiterentwickelt. Wobei weiterentwickelt ist dabei eher eine höfliche Untertreibung. Mit dem ersatzlosen Einstellen von grundlegenden Xing-Funktionen und dem Launch der Recruiting-Lösung Onlyfy verändert die New Work SE ihr Geschäftsmodell sogar ziemlich radikal. Was ist die Strategie dahinter? Für wen genau lohnt es sich im Jahr 2023 überhaupt noch Mitglied von Xing zu bleiben? Und was ist eigentlich Onlyfy? All das klären wir in diesem Video. Eines gleich vorab. Dieses Video ist weder von LinkedIn, Xing oder sonst wem gesponsert, höchstens von mir selber. Denn ich habe mir mal die Zeit genommen, die Geschäftsberichte der New Work SE zu lesen, die Investoren-Webcasts mit ihrem CFO Ingo Zhu anzusehen, mich durch unzählige Presseartikel und Xing-Posts durchzuwühlen, um alle Fakten zusammenzutragen und mir daraus meine Meinung zur Zukunft von Xing zu bilden, die ich heute mit dir teilen will. Und das Ganze auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, ob sich Xing für mich selber, vor allem aber für meine Coaching-Klienten zukünftig überhaupt noch lohnt. Durch die Wahl des Zeitpunktes, mitten in den Sommerferien 2022, wollte die New Work SE die schlechten Nachrichten für alle Xing-Mitglieder wahrscheinlich möglichst geräuschlos über die Bühne bringen. Aber es hat Bumm gemacht, als Xing am 11. August ankündigte, zum Jahresende 2022 zuerst den Eventmarkt und keine zwei Wochen später, am 11. Januar 2023, dann auch noch die Gruppenfunktion nicht nur ersatzlos einzustellen, sondern gleich auch alle Inhalte der immerhin rund 35.000 Gruppen vollständig zu löschen. Nicht nur in der Gruppe der Xing-Moderatoren war das Entsetzen laut. Auf Twitter brach der übliche Shitstorm los und auch die klassische Presse wie das Manager-Magazin rieb sich verwundert die Augen. Xing lieferte zwar eine relativ vage Begründung, warum sie das taten. And in this context, you may recall that Xing is in the process of reinventing itself. The Xing value proposition will focus less on providing a social media website for individual that's all about getting eyeballs and traffic to your personal profile. Based on that repositioning, we've decided to discontinue our events and ticketing business to focus our attention and resources on the new positioning. Was aber die neue Strategie im Detail ist, darüber hat Xing zu diesem Zeitpunkt nur sehr wenig verraten. Lediglich die Investoren bekamen im aktuellsten Geschäftsbericht 2021 und in den Webcasts zu den letzten Quartalen ein paar erste Strategiebrocken serviert. So why are we focusing on recruiting? I guess you can tell. Talent shortage is one of the hottest topics these days. The total market size is between 4 and 5 billion and growing. This is why our future short-term strategy is based on recruiting and talent access, with a clear aim to become number one recruiting partner for HR in DACH. So ist es kein Wunder, dass wahrscheinlich jedes Xing-Mitglied, das auch Mitglied einer Gruppe ist, von den Moderatoren und Moderatorinnen in den letzten Wochen die Einladung bekam, die auch ich an meine Gruppe HR Stammtisch München mit immerhin knapp 3.400 Mitgliedern mittlerweile geschickt habe. Hey, wir ziehen zu LinkedIn um. Und genau dort knallten am 12. August wahrscheinlich die Champagnerkorken und das wohl nicht nur an den deutschen LinkedIn-Standorten München und Berlin. Xing hat aktuell 20,7 Millionen Mitglieder und jedes Mitglied ist im Durchschnitt, zumindest laut einer bereits 9 Jahre alten Statistik, in 5 der rund 35.000 Gruppen angemeldet. Man muss also nicht höhere Mathematik studiert haben, um zu erahnen, dass das verdammt viele »Hey, wir ziehen um« zu LinkedIn-Mails waren. Darunter aber tausende Geschäftsführerinnen, Recruiter, Personalverantwortliche, Bereichsleiterinnen, Abteilungsleiter, Headhunter, Unternehmensberaterinnen und alle bekamen zwischen den Zeilen die Message »Auf Xing kannst du nicht mehr bauen«. Für mich war das ein echter kommunikativer GAU, der so sicher nicht geplant war und mit dem sich New Work auch keinen Gefallen getan hat.
Nun, ein paar Wochen später hat sich der erste Rauch verzogen und man kann mit etwas nüchternerem Blick die Frage stellen, was hat die New Work SE, formerly known as Xing, vor? The idea is really to create a combined product with a single access where all the different recruiting solutions are interlinked, so that it's easy for the customer to use them, to develop all the recruiting needs or to help all the recruiting needs source through that tool. So it's actually a combination of the existing products, eventual new product features, and everything will be combined in one product suite. That's the idea. Anlässlich der HR-Leitmesse Zukunft Personal haben Sie nun endlich den Vorhang gelüftet und Onlyfy präsentiert eine umfassende Recruiting-Plattform mit einem richtig großen Alleinstellungsmerkmal, das wir uns gleich noch genauer ansehen werden. Der HR-Blogger Stefan Scheller hat in seinem übrigens durchaus lesenswerten Artikel über Onlyfy die Bedeutung des Namens mal aufgedröselt. Alle Quellen, auch den Artikel von Stefan, habe ich übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Onlyfy will also für die Suche nach dem Perfect Match einen möglichst einfachen Prozess für eine 100%ige Online-Software-as-a-Service-Lösung mit einer möglichst hohen firmenindividuellen Usability stehen. Ein Schelm, wer übrigens bei dem Namen an die nackte Hautplattform OnlyFans denkt. Laut der Marketing-Fachzeitschrift Horizont hofft der B2B-Marketingleiter von New Work, Uwe Habicher, allerdings dadurch sogar auf einen PR-Effekt. Wir sehen durchaus das Polarisierende in dem Namen. Aber das nehmen wir in Kauf, denn wir wollen uns nicht einreihen in all die anderen braven Namen. Und auf die Sticheleien, die nach der Bekanntgabe kommen, freuen wir uns schon. Naja. Mit einer ganzen Suite an Produkten und Lösungen, von der namensgenauen Analyse einer möglichen Wechselwilligkeit über den Aufbau firmenindividueller Talentpools bis zur Steuerung von Kampagnen und der Automatisierung von Bewerbungsprozessen, will Onlyfy eine Art All-in-One-Shop im Recruiting sein und wird damit zum wichtigsten Baustein in der Strategie von New Work. Immerhin ist das B2B-Recruiting-Business von New Work heute bereits doppelt so groß wie ihr pflege- und kostenaufwendiges B2C-Geschäft namens Xing. Noch dazu wurde E-Recruiting-Umsätze im ersten Halbjahr 2022 um satte 25% stiegen, während das Netzwerk Xing 8% weniger Einkünfte erzielte. Natürlich wirst du sagen, hey, das sind nicht die ersten Anbieter von Recruiting-Lösungen. Aber, wie vorhin schon angedeutet, sie haben ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das sie von allen anderen Playern im Markt unterscheidet. Fast 21 Millionen Mitglieder in Xing. Das sind 21 Millionen Datensätze, 21 Millionen Lebensläufe, Kompetenzprofile und potenzielle Kandidaten. Davon sind 19 Millionen aus dem deutschsprachigen Raum, die allermeisten davon in der Bundesrepublik Deutschland. Mit anderen Worten, das sind um die 40% aller Erwerbstätigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ganz klar, die New Work SE will sich damit als ein Schlüsselplayer in einem der großen Problembereiche unserer Wirtschaft positionieren, dem Fachkräftemangel. Egal, ob du dem alten Netzwerkgedanken vom Open Business Club, wie Xing früher mal hieß, noch etwas nachweinst, egal ob ich mich als Gruppenmoderator über die wegfallende Eventfunktion ärgere, wie immer wir es betrachten, aus Sicht der New Work SE macht diese Strategieänderung total Sinn. Aus Sicht des Hauptinvestors Hubert Burda, der immerhin mal die Gruppenfunktion als Hauptgrund für seine Investition genannt hat, macht das Sinn. Und mit Hinblick auf den Fachkräftemangel und einer Größenordnung von 40% aller Erwerbstätigen ist das sogar aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Allerdings müssen Petra von Strombeck, die gerade ihren Vertrag als CEO um 4 Jahre verlängert hat, und ihr Management-Team tatsächlich etwas aufpassen, dass sie die Weiterentwicklung und Pflege des guten alten Netzwerkes Xing nicht so aus dem Auge verlieren, wie sie es bis jetzt zunehmend tun. Ingo Chu, der CFO von Xing, hat das im Investoren-Call zum Geschäftsjahr 21 gut auf den Punkt gebracht. Ohne die 21 Millionen Menschen in Xing funktioniert das Geschäftsmodell
nicht. Number one, we continue to increase our access to talents on the C-side. Both Xing and Kununu have grown their non-fin metrics. And that's important because it is the basis for our monetization. Wenn New Work mit der Entwicklung oder Optimierung der Funktionen von Xing weitermacht wie in den letzten paar Jahren, ja, dann bin ich allerdings skeptisch, ob sie dieses Versprechen einlösen werden. Und darin liegt durchaus eine Schlüsselgefahr für New Work. Wenn diese wertvolle Datenbasis im Laufe der Zeit anfängt zu erodieren oder qualitativ nachlässt, dann verblasst das Alleinstellungsmerkmal. Und das geht manchmal schneller, als man denkt. Ich schätze 2 bis 4 Jahre. Kommen wir damit zu der Frage vom Anfang dieses Videos. Für wen macht Xing im Jahr 2023 eigentlich noch Sinn? Das ist heute natürlich eher ein Blick in die berühmte Kristallkugel. Aber es gibt durchaus einige für uns relevante Aspekte, die sich immer klarer abzeichnen und mit deren Hilfe ich dir Stand heute, 4. Quartal 2022, konkrete Empfehlungen zu geben wage. Also Xing, ja oder nein, Premium oder Basis to be or not to be, das ist hier die Frage. To be or not to be, that is the question. Wenn du Personal, egal in welcher Industrie suchst, also Unternehmer, Recruiter, Personalverantwortliche, Headhunter, Personalberaterin, was auch immer bist, dann bist und bleibst du bei Xing immer noch richtig und naja, bei OnlyFi wahrscheinlich sowieso. Ich denke, dass sich da 2023 und darüber hinaus ein Premium-Account absolut lohnt. Keine Frage. Also klarer Checkpunkt in beiden Xing-Mitgliedslevels. Wenn du aktiv eine Fest- oder Teilzeiteinstellung suchst, egal auf welchem Level und in welcher Industrie, keine Frage, Xing bleibt 2023 ein Muss für dich. Mindestens die kostenfreie Basismitgliedschaft und ja, durchaus auch die Premium-Mitgliedschaft in Kombination mit Pro-Jobs, je nachdem, wie sich diese und weitere Xing-Funktionen im kommenden Jahr weiterentwickeln. Wenn du keinen neuen Job suchst, aber dir die Möglichkeit erhalten willst, dich leichter in Talentpools oder als präferierter Kandidat zu positionieren, dann solltest du durchaus auch auf Xing bleiben. Sehr wahrscheinlich reicht da aber der kostenfreie Basis-Account völlig aus. Wenn du keinen neuen Job suchst und der Gedanke dich auch eher beunruhigt, dass irgendein Algorithmus versucht, deine Wechselwilligkeit zu prognostizieren und dies auch von Wettbewerbern oder gar deinem jetzigen Arbeitgeber interessiert begutachtet wird, tja, dann ist wohl jetzt. Wenn du als Solo-Selbstständige oder als Freiberufler Xing bisher genutzt hast, um Projekte zu akquirieren und das auch weiter tun willst, auf Wiedersehen, tja, so gut das vielleicht für dich funktioniert hat, für Xing bist du wohl nicht mehr relevant. Deine Heimat werden LinkedIn und vor allem spezialisierte Projektplattformen werden. Wenn du einfach aktiver Netzwerker oder Netzwerkerin bist, dich mit Menschen austauschen willst, Content generierst, Blogposts schreibst, Videos machst, was auch immer, tja, auch hier gilt meine Empfehlung, dass Xing sehr wahrscheinlich nicht mehr deine bevorzugte Adresse sein wird. Du kannst es 2023 ja noch nebenbei bespielen, aber die Musik spielt mittlerweile woanders. Vor vielen Jahren hatte ich das Vergnügen, Lars Hinrichs persönlich kennenzulernen. Ein eher schüchterner, aber sympathischer Typ mit einer großen Vision. Eine Art Anti-Zuckerberg. Manchmal frage ich mich, was würde er wohl heute aus Xing machen? Naja, zugegeben, die Frage ist inzwischen natürlich komplett überflüssig. Nicht überflüssig ist dagegen die Frage, was wirst du für dich entscheiden? Schreib mir doch das unten in die Kommentare. Es würde mich und wahrscheinlich auch dich sehr interessieren, in welche Richtung die meisten von uns tendieren.